Jo, herzlich willkommen zurück. Wie man sieht, Play it cool. hocken können wir hier anscheinend nicht. So wie ich es jedenfalls bisher, wenn dann, gemacht habe. Aber wir können Dark Matter auf Ubuntu weiterspielen. Und das ist doch auch mal was. So, ich bin völlig raus, wie immer. Ich weiß nicht, ob ich hier lang muss oder nicht. Handwerkstation benutzen. Hackwerkzeug. Medipacks sind immer gut. Wenn man wüsste, wie man sie anwendet. Steuerung, Medipack auf E, alles klar. So. Ich denke, ich bin anscheinend auf dem richtigen Wege. Es ist nicht ratsam, ohne angemessene Bewaffnung fortzufahren. Die Schrotflinte in diesem Bereich wird dir dabei helfen, mich zu unterstützen. Schrotflinte. Gib mir die Schrotflinte. Gib mir die Schrotflinte. Ich will sie haben. Keine Energie. Ja, klasse. Habe ich hier die Prozesssteuerung? Wo man findet die Schrotflinte? Krabbeln wir mal hier rum. Schrotflinte klingt gut. Aber gerade so schnell genug mit dem Health Pack gedrückt hier, ne? Das ist viel besser. Die Tür unten sollte jetzt funktionieren. Gib Ruhe, du Vieh, ey. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir da die Schrotflinte kriegen. Das wäre ja mal geil. Ein bisschen was, was ein bisschen mehr Wumms hat hier. Habe ich da aus Versehen was weggedrückt? Tunnel. Ja. Nee. Keine Ahnung, was das soll hier. Loading. Aber keine Schrotflinte, ja. Okay. Kommt das wohl erst noch? Ups. Der Strom ist im ganzen Bereich abgeschaltet. Finde und repariere die Hauptsicherung auf dieser Ebene, um ihn wieder einzuschalten. Ach so, ich bin hier ganz woanders gelandet. Verstehe. Es fällt nämlich gar nicht auf. Thank you.
Speichern ist immer eine feine Sache. Ressourcen, okay. Ah, das sind so Durchgänge. Da geht es dann halt so geradeaus irgendwo anscheinend lang. Sprich, ich kann jetzt hier runter und kann hier rechts wahrscheinlich durch die Tür, ne? Wobei, nein, keine Energie. Okay. Ich hätte gerne eine Schrotflinte. Wenn ihr mir die schon anbietet, dann möchte ich die gerne haben. Objekte und Karten und so sehen, Tab. Aha. Ja, oh, dann. Handwerkstation, wollte schon gerade sagen, Handelsstation. Ist doch keiner außer mir hier, dachte ich. Aha, okay. Das ist jetzt die Tür quasi. Offline. Ja. Lässt sich auch nichts anschalten. Oh fei. So ein verdammtes Vieh, ey. Tja, wenn hier aber keine Energie ist, dann funktioniert doch der Fahrstuhl sicherlich auch nicht, oder? Ja, habe ich mir doch gedacht. Was so viel für mich heißt, wie ich muss zurück und da irgendwo erstmal bestimmt durch den Gang da die Energie irgendwo wieder zum Laufen bringen, ne? Anders ist das ja gar nicht möglich. Aber gut, haben wir hier schon mal ein paar Viecher erledigt und wissen schon mal, wie es aussieht hier. Und dass man hier einen Punkt hat zum Zwischenspeichern, ist ja auch ganz nett. Ah, jetzt wird hier auch ein Schuh draus, dass er da lädt irgendwie, ne? Ich wollte gerade sagen, bitte nicht aufhängen. Also wieder hier hoch. Es ist natürlich doof für so Linux, ist, dass ich nicht weiß, wie ich die FPS auf 120 limitieren könnte. Geschweige denn, warum ich Tearing habe, obwohl VSync eigentlich an ist. Das ist kurios. Seht ihr das in der Aufnahme? Weiß ich nicht. Aber ich sehe es ungefähr hier auf der Höhe, wo der Mauspfeil ist. Aber gut, bisher hat uns das jetzt gerade nicht gestört. Jetzt können wir die restliche Zeit, die wir noch haben, auch noch spielen. So, hier durch geht's gar nicht. Aber hier gibt's noch eine Leiter, ja. Theoretisch. Sicherungen erreicht. 0 von 3 Sicherungen. Wo sollen die jetzt sein? Wenn man zurücklaufen muss, oder? Irgendwas habe ich doch sicherlich übersehen. Gehe ich mal von aus. Lichtschalter, 0 von 3 Sicherung erreicht. Okay. Das ändert eigentlich nichts.
Oh, speichern kann ja nicht schaden, ne? Gut. Sind wir hier gewesen? Ich glaube ja, ne? Diese Bärenfallen aktivieren sich in der Dunkelheit von selbst. Faszinierend. Leuchte auf sie, damit sie sich wieder schließen. Soll ich denn so eventuell irgendwo Energie sparen? Aber eigentlich auch nicht, ne? Tja. Achso, nach oben fahren kann ich. Doch, recht in Auslaste. Unlock Minimap. Vorsichtig mit denen. Öffentliche Terminalkarten beinhalten keine Wartungs- und Militärbereiche. Streune ein wenig umher. Erkunde. Bin ich hier etwa noch nicht gewesen? Ich glaube, diese Schließfächer, die sind für mich völlig irrelevant als Anhaltspunkt, ob ich da irgendwo schon gewesen bin oder nicht. Denn da zurücklaufe, dann ist da ja wieder was drin. So ein Mistvieh, ey. Ach ja, und da kommen immer wieder welche raus, ne? Ja, ist die Frage. Wahrscheinlich ist Stardust schon so gedacht, dass ich da mit der Schrotflinte beigehen soll, aber die habe ich ja nun mal nicht. Kann ich hier nochmal hochfahren? Ne, Ebene 2 bleibt Ebene 2. Ja, das ist speichere nochmal. Soll ich mir vielleicht selber eine bauen? Hackwerkzeug, Medipack. Munition. Erhöhter Schaden. Plan finden, um freizuschalten. Erhöhte Feuerrate, aber das handelt sich dabei nicht um eine Waffe, ne? Schrott umwandeln. Und verleeren. Was bedeutet das dann jetzt für mich? Auseinandernehmen. Tja, Leute, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Habe ich mich wohl irgendwie festgefressen hier? Wenn das da ich bin, ne? Und da ist Tunnel, dann wäre das ja hier eigentlich irgendwo, ne? Das ist merkwürdig, das ist sehr, sehr merkwürdig. Das kann ja noch heiter werden hier. Gucken, ob sich das verändert dort.
Wenn ich von hier aus jetzt da drauf gucke. Sicherungsraum. Versteh mal einer die Karte. Soll das hier sein? Oder wie? Ach so, nein. Verstehe. Das ist dann reingezoomt. Ich bin hier. Ich müsste hier mit dem Fahrstuhl hoch. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Also runter und nach links zurück. Okay. Man muss ja auch erstmal die Karte verstehen, ne? Das ist halt bisschen tricky hier. Hier ist die Tür zur Prozesssteuerung. So. Die scheint irgendwie alles beides am selben Ort zu sein. Ich müsste hier irgendwie nach links lang, ne? Muss ich also anscheinend ziemlich weit zurücklaufen. Ja, können wir mal eben speichern zwischendurch. Ist ja auch ganz in Ordnung. Genau, hier geht es nämlich jetzt hoch, ne? Ja. Bis ganz nach hinten und wieder hoch. Bin mal gespannt, ob mir irgendwelche Viecher begegnen unterwegs. So, ja, das ist natürlich auch gut. Ich muss doch wohl die Schrotflinte vorher kriegen, oder? Wie soll das laufen? Ich mache an der Stelle jetzt erstmal Schluss, weil das macht keinen Sinn, wenn ich nicht weiß, wie ich weiterkomme. Vielleicht habe ich auch schon Fehler gemacht und bin verkehrt gelaufen, dass ich mir die Bombe nicht vorher geholt habe, also die Schrotflinte. Keine Ahnung. Ja. Dark Matter jedenfalls demnächst auf Linux. Ubuntu. Ja, cool. Alles klar. Dann bis dann.